Hi liebe Cats und herzlich willkommen zu einem neuen Update meiner Anime- und Manga-Sammlung, aka Sailor Cat kauft viel zu viel Zeug. Ja, das letzte Update ist schon wieder ein paar Monate her und es ergaben sich ziemlich viele gute Gelegenheiten, was zu kaufen, zum Beispiel Conventions. Ich sag's aber hier gleich schon mal, die Sachen von der Animoog werde ich nicht nochmal zeigen. Die habe ich euch nämlich in meinem Bericht zur Animoog schon vorgestellt. Ja, also falls euch das auch noch interessiert, guckt da vorbei, da war cooles Zeug dabei, auch von Sailor Moon. Naja, außerdem war die Harucon. Und da war ich zwar nicht persönlich, aber wie auch schon beim letzten Mal hatte ich, naja, quasi Online-Zugang zum Bring and Buy. Naja, denn ich kenne ja den lieben Chris von der Seite Anime Geeks, da könnt ihr auch gern vorbeischauen. Und der organisiert den Bring and Buy und hat mir die Liste geschickt, damit ich da auch was kaufen kann. Und ja, es war jetzt nicht so krass viel wie bei den letzten Malen, aber doch ein bisschen was. Und zwar haben wir da einmal die Reihe Shinchi Domei Cross von Arina Tanimura. Allianz der Gentlemen ist der Untertitel. Ja, es ist bei Tokyo Pop rausgekommen. Genre Romance Comedy 13 plus. Und der Neupreis war damals 6,50. Ich glaube, diese Version ist mittlerweile vergriffen und es gibt aber eine neue Auflage in ja, dickeren Bänden, also weniger Bände dann auch. Diese Reihe hier hat 11 Bände. Und was ich auch mega geil finde, ist, dass hier überall so viele Farbseiten drin sind. Also bei den hinteren Bänden sind es, glaube ich, immer zwei, bei den vorderen aber immer sogar vier. Und das ist natürlich besonders geil mit Arina Tanimuras Zeichenstil. Also falls ihr sie nicht kennt, sie hat zum Beispiel Jeanne die Kamikaze-Diebin gezeichnet und auch ja, andere tolle Manga, die ich sehr mag. Und beim Bring and Buy, also das ist so eine Art Flohmarkt, da gab es dann die ganze Reihe gebraucht für einen guten Preis. Und da dachte ich mir, komm, ich hätte eh schon lange mal überlegt, ob ich sie lese. Und ja, dann habe ich es gekauft. Ich weiß nicht so hundertprozentig, worum es geht. Ich kann dir mal den Klappentext kurz vorlesen. Heine ist Schülerin der elitären kaiserlichen Privatschule. Die Schüler werden in drei Klassen, Bronze, Silber und Gold, unterteilt, je nachdem, wie wohlhabend die Familie ist. Aber nur Togo Shizumasa ist in der Goldklasse und wird von allen Kaiser genannt. Ausgerechnet in ihn ist Heine verliebt. Aber weil sie nur in der Bronzeklasse ist, bleibt er für sie nahezu unerreichbar. Also mal gucken, wie die Story wird. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn ich es dann gelesen habe. Jo, aber ich zeige euch hier erstmal die weiteren Bände. Ich kann euch natürlich jetzt hier nicht alle Farbseiten zeigen, aber die Cover möchte ich euch zumindest mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber es sind 11 Bände in dieser alten Auflage. Ah, es sieht schon so geil aus. Und ich hoffe, die Story wird dann auch gut. Klickst einfach mal da rein, mir geht sonst der Platz aus. Drei haben wir noch. Band Nummer 10. Und der letzte. Yeah, woo! Außerdem waren ich und Mad-Eye ja auch auf der Manga-Comic-Convention in Münster. Dazu haben wir zwar auch ein Video gemacht und eigentlich haben wir da schon die Sachen gezeigt, aber ich dachte mir, die kann ich doch nochmal zeigen. Ja, denn zum Beispiel diesen Einzelband hier habe ich jetzt auch gelesen. Der Metalhead von nebenan von Mamita bei Kasi rausgekommen, kostet 8,50 und ist Genre Boys Love. Ich muss ja sagen, ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass es Boys Love ist. Ich fand einfach nur, dass der Titel so witzig klingt. Naja, aber das war eine richtig gute Entscheidung, den zu kaufen, denn das ist so ein süßer Einzelband. Oh. Auch hier gibt es ein paar süße Farbseiten. Ja, gut, eine gibt's. Und wie der Titel schon vermuten lässt, es geht darum, dass ein Typ in eine Wohnung einzieht und nebenan wohnt ein Metalhead. Der ist total schüchtern und redet nicht viel, aber naja, die beiden verlieben sich. Und es ist wirklich ultra süß. Natürlich auch das Metal-Thema interessiert mich persönlich. Und ich fand, das war ganz gut eingearbeitet. Also es ging jetzt nicht die ganze Zeit nur darum, aber es kam schon auch nicht zu kurz. Und man shippt die beiden halt einfach von Anfang an und es ist wirklich süß, wie sich die Beziehung weiterentwickelt. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil da 16 plus hinten drauf steht, was natürlich auf ja, sexuelle Inhalte hinweist, aber
Es gab eigentlich nur eine Sexszene, nämlich am Ende in so einer Kurzgeschichte, also in so einer Bonus-Story noch. Und das war auch absolut in Ordnung. Also das war jetzt nichts Schlimmes. Da hatte ich schon, naja, schlechtere Erfahrungen mit Boys Love Manga. Aber mit diesem Einzelband hier kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn einen sowas interessiert. Dann hatte ich auf dieser Con noch Fox Spirit Tales gekauft, Band 2. Den ersten Band habe ich zwar noch nicht, aber ich wollte den sowieso schon länger mal lesen und dann gab es den halt da halt für 3 Euro. Ja, das ist von Sakuya Amano, auch von Tokyo Pop, kostet 6,95. Und Mystery 13 Plus ist das Genre. Auch hier lese ich mal kurz den Klappentext, weil ich habe ihn noch nicht gelesen, ich kann noch nicht viel zum Inhalt sagen. Das Konohanatei ist ein kleines Hotel mit einer heißen Quelle und das Zuhause eine Reihe niedlicher Fuchsgeister. An diesem besonderen Ort zwischen unserer und der Geisterwelt erleben die Bewohner die turbulentesten Abenteuer, denn ihre Gäste sind alles andere als gewöhnlich. Ob verstorbene Seelen, Gottheiten oder einfach nur Reisende, jeder ist hier gern gesehen. Ja, und ich finde, das klingt ziemlich interessant, denn ich finde japanische Kultur und Mythologie generell sehr interessant. Diese Fuchsgeister sind auch sehr cute hier auf dem Cover. Also ja, ich dachte mir, das ist vielleicht was, was mich interessiert. Und naja, auch da werde ich euch dann sagen, wenn ich es mal gelesen habe. Was dauern könnte, ich weiß, ich lese irgendwie so wenig Mangas zurzeit. Beziehungsweise, wenn ich was lese, lese ich aktuell eher die Sandman-Comics. Also, aber naja, irgendwann habe ich auf jeden Fall noch vor, das ganze Zeug zu lesen, was ich noch nicht gelesen habe. Aber apropos westliche Bücher, wir kommen hier nochmal ganz kurz zu einem Buch, das ich euch trotzdem mal vorstellen wollte, auch wenn es jetzt nichts mit Anime zu tun hat, nämlich Teufelstinte von Stefan Gerner. Ja, und das ist der liebe Chico vom Anime-Radio Kibo FM, das ich sehr gern höre. Da habe ich euch ja auch schon hin und wieder mal was erzählt. Und ja, der hat vor einigen Jahren dieses Buch hier geschrieben und ich dachte mir, das lese ich doch mal. Es ist nämlich sehr süß. Es ist eine Fantasy-Erzählung für Kinder und jung gebliebene Erwachsene. Und ja, das würde ich sagen, trifft definitiv zu. Nämlich geht's darin um die Teufelstinte, mit der alles, was geschrieben wird, wahr wird. Und da gibt's dann auch eine andere Welt namens Literaringen, wo dann, naja, die ganzen Gestalten aus Büchern, die man so kennt, wohnen. Und unser Protagonist, ein kleiner Junge, reist dorthin. Es ist wirklich eine süße Story, auch teilweise ein bisschen witzig. Und was ich vor allem halt schön fand, waren die ganzen kleinen Anspielungen. Ich sage nur, der Eurobeat-Weihnachtsmann oder der Genie, der sehr viele Zitate aus dem Aladdin-Disney-Film droppt. Ja, oder halt auch so kleine Rätsel, bei denen man auch selber miträtseln kann, sind da drin. Da dachte ich mir auch, das ist typisch Chico, weil er halt unter anderem auch immer den Quizfreitag leitet, wo es dann auch manchmal solche Rätsel gibt. Also es ist wirklich eine süße kleine Fantasy-Geschichte und ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass es das gibt und dass ich das gelesen habe. Dann kommen wir zu etwas sehr Besonderem, nämlich die Sailor Moon Materials Collection. Naja, das sechste Artbook quasi, das es nur in Japan gab. Und das hat mir die liebe Arise geschenkt, eine Zuschauerin von mir. Vielen lieben Dank. Ich war total geflasht, als du gesagt hast, dass du mir das schenken willst. Denn es ist ja schon ein seltenes Stück. Und ich wollte es schon lange mal haben und deshalb freue ich mich natürlich unglaublich darüber. Das ist nämlich ein Buch, in dem ganz viele Entwürfe von Naoko Takeuchi drin sind, von den Charakteren. Da steht dann auch immer die Beschreibungen dazu. Ja, natürlich auf Japanisch, aber ich habe davon schon mal eine Übersetzung gesehen und da sind sehr interessante Infos auch drin. Naja, über wie Sachen mal geplant waren oder Sachen, die dann vielleicht doch nicht so umgesetzt wurden oder Sachen, die man halt nur da erfährt. Ja, also es ist auf jeden Fall extrem spannend, wie diese ganzen Charaktere mal geplant waren. Ja, was haben wir da hinten noch? Da hinten, gut, sind noch ganz viele weitere Entwürfe zu jedem Charakter eigentlich. Oder hier noch weitere Illustrationen. Dann hier auch ein paar ja, anime-mäßige Illustrationen. Ich weiß gerade gar nicht genau, was das ist. Nee, es ist aus Nakayoshi, also dem Manga-Magazin. Und ja, wenn man hinschaut, sieht es dann doch etwas mehr wie Naokos Zeichenstil aus. Also vielleicht haben sie das einfach nur so angemalt wie den Anime. Ich weiß es nicht. Naja, und nach ganz vielen Bildern und Zeug, ich denke mal, das hier ist dann für den Anime, genau, das sind dann Anime-Entwürfe. Ja, dann haben wir noch das hier. Ich glaube, das ist so eine Art, naja, Geschichte des Sailor Moon Franchises. Also da steht dann zu jedem Arc noch ein bisschen was drin, genau. Dream Arc und Stars Arc. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch die Kurzgeschichte Parallel Sailor Moon.
Ja, die ist nämlich als erstes in diesem Artbook abgedruckt worden, also nicht im normalen Manga oder im Manga-Magazin. Und ja, deshalb ist die hier auch mit am Start. Und ja, das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Ich schätze mal, ich werde dazu dann nochmal ein extra Video machen, irgendwann mal. Denn ja, jetzt auf alles hier einzugehen, wäre natürlich viel zu viel. Aber ich freue mich wirklich extrem. Ich wollte das schon so lange haben und es ist wirklich so cool. Und was auch cool ist, ist die Koneko Classics Volume 3. Naja, also falls ihr es nicht kennt, die Koneko ist ein Magazin über japanische Popkultur, Anime und weiteres Zeug. Und ja, das hier ist ja, eine Spin-off-Reihe davon über die ganzen Klassiker-Anime. Ihr seht es ja hier schon auf dem Cover. Sailor Moon ist natürlich auch wieder mal mit am Start. Und dieses ja, Heft hat doch ein bisschen mehr Sailor Moon als gewöhnlich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch diese wunderschöne Serenity-Postkarte. Die war allerdings nur dabei, wenn man in dem Raptor Online-Shop die, ja, die Special Edition bestellt, die dann ein bisschen teurer ist. Aber da ist dann diese Karte mit dabei und auch noch weitere Sachen, aber dazu gleich mehr. Ich blätter hier mal ganz kurz ein bisschen rein. Pokémon haben wir hier. Sailor Moon hat ja auch einen Artikel. Ich hoffe, ich finde den gerade noch. Ghibli. Inuyasha. Also gut, ich glaube, das hier ist generell Rumiko Takahashi. Jojo, Cardcaptor Sakura, also Clamp. Dann haben wir ganz viele Poster noch. Ich glaube, da ist auch eins von Sailor Moon mit drin. Müsste zumindest. Moment, das sind viele Poster. Oh mein Gott, das sind wirklich viele Poster. Immer noch nicht. Da sieht man es. Es ist dieses Poster. Ich guck mal, ob ich euch die andere Seite auch noch zeigen kann. Ach genau, hier haben wir es. Ach genau, hier ist der Sailor Moon Artikel. Hat mich sehr gefreut, dass hier auch mal wieder einer drin ist, denn in der ersten Ausgabe davon war schon einer drin. Naja, aber ist auf jeden Fall mal wieder ein geiles Magazin. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, mit der Koneko kann man eigentlich nie was falsch machen. Oh, hier seht ihr auch noch den süßen Sticker im Namen des Mondes, werde ich dich bestrafen. Oder hier, ich will der Allerbeste sein. Die Sticker sind auch generell sehr cool hier dran. Ja, und dann waren hier noch diese Sammelkarten dabei. Ich glaube, die beiden oben hier gehören noch zur Volume 2, aber ich glaube, ab hier ist es dann Volume 3. Zumindest glaube ich das. Ich bin gerade nicht mehr sicher, was von welcher Zeitschrift ist, aber hier haben wir das wandelnde Schloss. Was ist das denn eigentlich? Ah ja, auf der Rückseite steht Katekyo Hitman Reborn. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Oder ein High School Host Club, Ranma 1/2. Dann haben wir hier Chobits, Magical Girl Utena, glaube ich, hieß es. Gintama müsste das hier sein. Sorry, falls ich irgendwas falsch sage. JoJo's Bizarre Adventure, Wedding Peach, Naruto. Und ja, das war's. Der Rest ist was anderes. Hier seht ihr auch nochmal die hübschen Rückseiten. Ah nee, Revolutionary Girl Utena heißt es. Es ist auf jeden Fall mal wieder ein sehr schönes Magazin geworden. Kann ich sehr empfehlen, auch ohne Special Edition. Also die Poster und Sticker kriegt ihr in jedem Fall, nur diese Postkarte und die Sammelkarten sind halt nur bei der Special Edition dabei. Guckt euch mal an, wie geil meine Katze da sitzt. Sie denkt sich gerade, was zur Hölle machst du da? Warum filmst du mich? Na, weil du so süß bist. Und wir kommen zu einer weiteren sehr krassen Sache, nämlich die Sailor Moon Eternal Blu-rays auf Japanisch. Naja, denn leider ist ja bisher keine deutsche Version rausgekommen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert. Ich hoffe es trotzdem. Aber naja, ich habe auf eBay Kleinanzeigen dieses schöne Set gesehen und es war halt natürlich nicht besonders günstig, aber es wäre immer noch deutlich günstiger gewesen, als wenn ich es mir jetzt aus Japan gekauft hätte mit Versandkosten und Zoll und allem. Deshalb habe ich die Gelegenheit ergriffen und es dort gekauft. Und es ist so schön. Das Ding ist so groß wie ein Schallplattencover. Und ta-da-da-da. Dann kann man es hier aufmachen. Man hat hier einmal ein schönes Booklet. Das könnt ihr kaum sehen, weil es hier so silbrig ist. Naja, ich zeige es euch gleich. Und hier sind vier Discs. Auf der ersten Disc sind beide Filme drauf. Also in einem Rutsch quasi. Die werden sogar auch ja, hintereinander direkt abgespielt. Dann haben wir hier das ganze Bonus-Footage, also eine ganze Blu-ray nur für das Bonus-Zeug. Natürlich leider alles auf Japanisch ohne Untertitel. Aber ich meine, bei den Filmen ist es nicht so schlimm. Ich kenne ja die Story. Beim Bonusmaterial ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man da jetzt dann nicht so viel versteht. Aber da gibt es halt dann Interviews mit Leuten oder auch diese Events, die teilweise gestreamt wurden, wo dann auch
die Synchronsprecher interviewt wurden und so weiter. Oder es gibt dann auch das Musikvideo zum Moon-Effekt und vieles weitere. Und das hier unten sind dann zwei CDs mit dem Soundtrack. Und ich finde es ja sehr schade, dass der Soundtrack halt nur in diesem Boxset erschienen ist und nicht als einzelne CD. Naja, aber immerhin habe ich ihn jetzt dadurch, denn der Soundtrack von Eternal ist schon sehr geil. Also er ist ja größtenteils doch eher ein bisschen ruhig, aber wenn es dann mal zur Sache geht, wie die Verwandlungen und sowas, vor allem von den Outer Senshi oder von Venus, das ist dann richtig, richtig geil. Ja, und das ist wirklich ein sehr schönes Set. Wir gucken auch nochmal, ups, ins Booklet ein bisschen rein. So, jetzt seht ihr es auch besser. Da haben wir diese Charakterdesigns, die es auch teilweise dann im Visual Book gibt, das ich ja auch habe. Das habe ich euch dann auch ausführlich vorgestellt. Ja, und dann haben wir auch noch ein bisschen was zu den Synchronsprecherinnen mit so einem abgedruckten Autogramm auch immer. Ist schon sehr süß aufgemacht. Upsala, da haben wir dann, ups, nochmal die Eternal Senshi. Das Booklet will abhauen. Ja, die Eternal Outers und Chibi Moon. Animation Gallery. Event Report von ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es ist von Osabu, also Osapi quasi. Ja gut, und da hinten haben wir dann weitere Interviews und was zur Musik und sowas. Und ja, da ist auch nochmal eine Tracklist vom Original-Soundtrack. Also da sind immer extrem viele Tracks drauf. Hier einmal über 50 und dann hier nochmal über 30. Aber es sind natürlich auch immer sehr kurze Tracks. Ja, wie gesagt, unglaublich schönes Boxset, auch wenn es natürlich nicht ganz so günstig war. Aber ich freue mich trotzdem extrem, dass ich es habe. Und naja, so habe ich halt die Filme irgendwie in physischer Form. Ihr wisst ja, ich liebe DVDs und Blu-rays und ich will alles irgendwie in physischer Form haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass die DVDs auch nochmal auf Deutsch erscheinen. Das würde mich extrem freuen. Aber es geht weiter mit japanischen Sailor Moon DVDs, nämlich diesmal zur Live-Action-Serie PGSM. Und das ist wieder von Arise, das hat sie mir auch geschenkt. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, das ist dieser wunderschöne Schuber. Der hat echt geiles Design mit den Schauspielerinnen. Hier oben haben wir dann Plüsch-Luna. Da unten haben wir nichts drauf. Ja, und das war nicht alles hier drin. Hier drin war der Special Act. Der Rest sind DVDs, die ich schon vorher hatte von PGSN und von Yume Musicals, weil es war halt noch Platz drin. Aber das hier ist der Special Act. Das ist so eine Art, naja, Fortsetzungsfilm zur Serie, wo man, wie man schon sieht, wo dann Usagi und Mamoru auch heiraten. Ja, also das geht ungefähr eine Stunde, ist halt noch, dann nochmal das abschließende Special. Ist auch sehr cool. Aber falls euch PGSM mehr interessiert, wir haben dazu einen ganzen Podcast gemacht und auch weitere Videos. Ich mache auch nochmal kurz auf. Ja, das ist die Disc. Das ist das Obligatorische, wie DVDs funktionieren, was irgendwie immer in japanischen DVDs drin ist. Und ja, was auch immer das hier noch ist, wahrscheinlich irgendwelches Werbungszeugs. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, denn an PGSM-Sachen ranzukommen ist wirklich schwer. Und ja, jetzt habe ich zumindest auch mal den Special Act. Natürlich auch wieder alles ohne Untertitel, aber ihr wisst es ja, mittlerweile ist mir das auch egal. Zumindest bei Sailor Moon. Ach ja, weil ich es gerade sehe und damit ihr euch nicht wundert, ich habe mir auch den vierten Schuber nochmal geholt. Also, es ist ja das Problem gewesen bei den ersten paar DVD-Boxen, dass da immer dieser Glitzer abbröckelt. Und Kase hatte dann diese Aktion, dass man die Schuber kostenlos austauschen kann, beziehungsweise man durfte den alten Schuber sogar behalten und kriegte dann einfach einen neuen. Und ja, Crunchyroll macht das jetzt auch immer noch weiter. Und ja, da jetzt mittlerweile doch bei meiner Box 4 auch schon sehr viel abgeblättert war, habe ich dann da auch mal angefragt, ob ich einen neuen kriege. Nur leider ist da jetzt das Crunchyroll-Logo statt dem Kase-Logo drauf, was ich ehrlich gesagt schon sehr schade finde, denn dann ist es halt überhaupt nicht einheitlich im Regal. Und ich verstehe, dass sie das ja jetzt bei neuen Sachen machen, die sie neu rausbringen, aber bei so einer alten DVD-Auflage, wo es ja jetzt eh dann die neuen Blu-rays und DVDs gibt, da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man da dann extra noch was anderes gemacht hat. Mir ist auch aufgefallen, dass der Glitzer ein bisschen dunkler ist als der vorherige. Aber ist mir egal, Hauptsache der Glitzer hält jetzt. Und bei den ausgetauschten Boxen hat der bisher auch gehalten. Also die ersten vier habe ich jetzt alle ausgetauscht. Und da hatte ich dann keine Probleme und bei den weiteren auch nicht.
Aber gut, weiter geht es mit Love, Junibyo und Other Delusions. Ja, da habe ich euch beim letzten Mal ja schon die Blu-rays gezeigt, nämlich von Staffel 2 und auch zwei Volumes von Staffel 1, die ich auf eBay gekauft habe. Das hier habe ich mir jetzt dann noch auf Amazon gekrallt, weil die Volumes mittlerweile halt auch nur noch 10 € kosten, wo man sich dann echt nicht mehr beschweren kann. Das hier ist Volume 4 von Staffel 1, also die letzte Volume von Staffel 1. Jetzt fehlt mir leider nur noch Volume 3 von Staffel 1 und leider scheint man an die gar nicht so gut ranzukommen, zumindest auf Amazon, nicht so wirklich. Also die DVD habe ich schon gesehen, aber die Blu-ray irgendwie nicht. Man merkt mittlerweile, dass die langsam vergriffen werden, was dann auch der Grund für den niedrigen Preis ist. Aber ja, das hier ist Volume 4. Wie immer haben wir hier ein Booklet mit am Start. Ja, ist gut gefüllt mit Episodenguide und Hintergründen, Zeichnungen und was nicht alles, weitere Infos dazu. Außerdem sind ein paar Mini-Episoden mit drauf. Das sind so kleine Comedy-Dinger. Und hier waren auch noch Postkarten mit bei. Ebenso übrigens wie bei Volume 2 von Staffel 1. Und die habe ich beim letzten Mal vergessen, euch zu zeigen. Das wollen wir kurz nachholen hier in meinem Postkartenbuch. Da können wir sie uns mal kurz anschauen. Jo, genau, eine Weihnachtspostkarte. Sehr süß. Wie beim letzten Mal schon gesagt, Chunibyo ist echt eine großartige Serie. Ich habe jetzt auch Staffel 2 schon gerewatcht und es ist viel besser, als ich zum ersten Mal geguckt habe irgendwie. Weil wenn ich jetzt das irgendwie erst so richtig appreciaten kann, diese ganze Idee hinter der Story und die Anspielungen und sowas. Es ist wirklich cute, es ist extrem witzig. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, und dann hat mir der liebe Chris noch was geschenkt von der Harukon, nämlich Gintama Volume 1. Ja, das ist ein Anime, welche Überraschung, von KSM. Und da sind die ersten 5 Folgen drauf. Ich weiß nicht genau, was die Story ist, deshalb lese ich hier mal auch lieber den Klappentext vor, bevor ich irgendwas Falsches sage. Die außerirdische Rasse der Amanto hat die Erde erobert und die Samurai des feudalen Japan werden als Maßnahme zur Friedenssicherung entwaffnet. Fortan werden sie mit Missachtung gestraft und müssen sich ihren Lebensunterhalt auf andere Weise verdienen. So auch der Tausendsasser Gintoki Sakata, der kurzerhand die Alles-Agentur gründet und für Geld fast alle Aufträge annimmt. Ja gut, ich denke mal, das reicht jetzt schon. Also es ist so eine Mischung aus Science Fiction mit Aliens, aber halt auch dann dieses mittelalterliche Japan-Thema, was zumindest ganz witzig klingt. Ich habe auch generell gehört, der Anime soll ganz cool sein. Ich kann dazu jetzt noch nichts sagen. Aber ich werde in diese Volume auf jeden Fall mal reinschauen. Dann kommen wir zu den CDs und da habe ich einmal Digimon gekauft, also die erste Digimon-CD, nämlich auf dem Flohmarkt für 1 €. Da dachte ich mir dann, okay, komm, das muss ich eigentlich mitnehmen, die habe ich nämlich noch nicht. Also ich habe weitere Digimon-CDs, da sind auch einige dieser Songs schon drauf, aber nicht alle. Und ja, das hier sind halt die Digimon Adventure Songs zur ersten Staffel. Und ihr wisst ja, ich liebe die deutschen Anime-Songs. Und generell die Digimon-Songs sind auch mega cool. Zeit für ein Duell. Ach, deshalb freue ich mich immer sehr über neue CDs. Auch wenn ich die Serie an sich ja jetzt gar nicht überkrass fand, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Aber bei den Songs kann man einfach absolut nichts falsch machen. Und was ich außerdem haben musste, war das neue Baby-Metal-Album, The Other One. Oh mein Gott. Endlich ein neues Album meiner Lieblingsband. Ich hoffe, ihr kennt die Band mittlerweile. Ich habe auch schon oft genug drüber gesprochen. Und naja, The Other One beinhaltet 10 neue Songs. Und ja, die CD kann man sich auch ganz normal über Amazon kaufen. Ist auch gar nicht mal so teuer. Also normaler CD-Preis halt. Und man merkt, die Mädels sind mittlerweile erwachsen geworden. Also die Songs klingen erwachsener, klingen auch ruhiger insgesamt. Also noch nicht mal vom Instrumental her. Das Instrumental ist ja immer noch Metal, aber der Gesang klingt auch ein bisschen langsamer und ruhiger, habe ich das Gefühl. Und der Kontrast zwischen Metal und J-Pop scheint auch ein bisschen weniger geworden zu sein. Also es fügt sich einfach alles besser zusammen mittlerweile, diese unterschiedlichen Musikrichtungen. Und man kann diese Entwicklung sowohl positiv als auch negativ sehen. Ich sehe sie relativ neutral. Also es ist durchaus ein bisschen anders als das, was man vorher kennt. Aber es ist auch immer noch mega geil. Also jeder Song ist trotzdem sehr cool. Und wer Baby Metal mag, der wird das trotzdem auch mögen. Man kann natürlich auch online hören. Also hört vielleicht einfach mal rein.
Also ich denke mir halt, einerseits war es halt schon immer gerade das, was Babymetal ausgemacht hat, immer diese, naja, dieser sehr große Kontrast zwischen den Musikrichtungen. Aber andererseits ist es halt trotzdem schön zu sehen, dass sie sich weiterentwickelt haben, dass sie erwachsener geworden sind und dass sich das jetzt doch dann besser zusammenfügt und halt nicht mehr ganz so abenteuerlich klingt. Generell muss man auch sagen, dass das Album etwas weniger experimentell ist als die vorherigen. Was ich ein bisschen schade finde, man hätte auch generell vielleicht ein bisschen fetzigere Songs noch reinbringen können, weil das ja doch insgesamt etwas ruhiger war. Aber wie gesagt, es hat mir trotzdem sehr gefallen. Ich habe das Album trotzdem sehr gesuchtet. Meine Lieblingssongs da drauf sind Metal Kingdom, Divine Attack, Metalism ist auch sehr, sehr geil, aber eigentlich alles davon. Man muss es vielleicht ein bisschen öfter hören, um reinzukommen. Ich hätte auch noch einige weitere CDs, aber das hat dann nichts mehr mit Japan zu tun. Deshalb werde ich das einfach mal ans Ende schieben. Das sind dann halt die typischen, naja, Rockbands, ein bisschen Folkrock auch. Also, naja, falls euch das interessiert, bleibt einfach dran. Wir kommen jetzt weiter zu Anime-Zeug. Und als nächstes haben wir noch ein Highlight, nämlich das hier. Ihr denkt euch jetzt, das sieht aus wie ein Barbie-Kinder-Handy oder sowas. Aber es ist von Sailor Moon, nämlich das Lunazia L von Sailor Luna aus PGSM. Denn ja, in PGSM gibt es eine Sailor Luna. Und ja, die verwandelt sich mit diesem Handy hier. Die Senshi haben auch so ähnliche Handys, die heißen dann Telezia. Und das Witzige war, die Verkäuferin kannte mich. Beziehungsweise, ich hatte vor einer ganzen Weile schon mal was bei ihr gekauft. Und sie hatte das dann in einem Video gesehen und quasi geschlussfolgert, dass ich das dann gekauft haben muss. Und dann sind wir zufällig wieder übereinander gestolpert und waren dann so, oh Moment, du hast ja schon mal was bei mir gekauft, sehe ich gerade, was war denn das? Ah, das war die Proplica Chibi Moon Brosche. Oh mein Gott, das heißt ja, du bist Sailor Cat. Und ich war so, oh mein Gott, das heißt ja, wir kennen uns ja quasi schon. Das war super witzig. Hat mich auch sehr gefreut, mal wieder Kontakt zu haben. Und ja, aber jetzt zu diesem Handy. Ich denke mal, dazu werde ich auch noch mal eine Review machen, wo ich euch das genauer zeige. Denn das Ding kann natürlich auch was. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Man kann es einschalten. Es ist ein bisschen laut. Aber man kann zum Beispiel die Verwandlungsmelodie einstellen. Das müsste. Sailor Luna ruft an. Ah ja, sie hat mich angerufen, mich gefragt, was ich gerade mache und dann direkt wieder aufgelegt. Ja, also das ist super süß. Ich schalte es mal wieder aus. Man kann aber auch noch ganz viele andere Tastenkombinationen wählen und dann sagt sie halt ganz viele verschiedene Sätze. Also das ist wirklich Wahnsinn, was das Ding kann. Das hätte ich echt nicht erwartet. Aber wie gesagt, ich werde euch die weiteren Funktionen dann in einem extra Video zeigen. Ich bin auch noch am Rumspielen damit, was es jetzt eigentlich alles kann. Ja, man kann diese Karte hier auch rausziehen, und da ist dann zum Beispiel auch Venus auf der Rückseite. Also man kann dann auch Venus hier reinschieben. Und das gibt es auch zu den anderen Senshi. Nämlich hier haben wir Mars und Mercury und auf der Rückseite Jupiter und Moon. Es gab auch noch so einen Luna-Taschenspiegel, der damit dabei war ursprünglich. Den hatte sie jetzt leider nicht mehr, aber diese kleine Kette mit Mondanhänger war auch noch mit dabei. Sie war auch übrigens so lieb und hat mir noch ein paar Tastenkombis dafür aufgeschrieben. Das fand ich sehr süß. Also ja, auch über das Teil freue ich mich extrem. Denn wie schon gesagt, an PGSM-Merch ranzukommen ist echt schwer. Sogar noch schwerer als an Sailor Moon Musical-Zeug. Und ja, das Ding ist halt wirklich cool, weil es so viele Sachen kann. Und Sailor Luna finde ich auch einen sehr süßen Charakter. Und ich habe noch was von dieser Verkäuferin gekauft, nämlich ein ganzes Set an Gashapons. Und zwar haben wir hier einmal den Verwandlungsfüller von Sailor Venus aus Staffel 4 und 5, nämlich der Crystal Change Rod. Ihr seht schon, sie hat da auch diese Scheibe drin, die sich drehen kann wie im Anime. Das Blöde ist nur, wenn man es dann so hinstellt, zumindest bei mir, dass es dann genau immer so stehen bleibt, dass man halt die Scheibe nur so von vorne sieht. Also halt so von der Seite. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn man da irgendwie so einen extra Mechanismus noch gehabt hätte, dass man das dann auch von außen drehen kann.
Leider nicht, aber ihr seht sie auf jeden Fall sehr hübsch, auch mit diesem goldenen Venus-Logo da drin. Dann haben wir die Eternal Sailor Moon Brosche, also der Eternal Moon Article heißt das Ding. Und das finde ich so schön, gerade mit diesen Regenbogeneffekten, diesen Glitzereffekten. So sieht es dann von innen aus. Man kann es auch noch weiter aufmachen. Ups. Genau so. Und dann da irgendwas Kleines reintun, Schmuck oder sowas. Und ich kann das hier mal ganz kurz mit der Minituelli Tablet Brosche vergleichen, die ich schon vorher hatte. Da sieht man dann mal den Unterschied ein bisschen, wenn ich es denn hier richtig hinbekomme. Also natürlich, die Gashapons sind größer, was auch ein Grund ist, warum ich die generell lieber mag, denn ich finde es halt schade, dass die Minituelli Tablets so klein sind. Aber gerade auch bei der Brosche finde ich das Gashapon so viel schöner, einfach weil man da diese Regenbogeneffekte da drin durchscheinen sieht. Oder hier außen auch diese kleinen Effekte. Ja, oder auch dieser coole Glitzereffekt hier drin. Das ist hier leider nicht so wirklich. Also da finde ich die Gashapon-Brosche deutlich schöner. Andersrum ist es beim Sailor V Compact. Da haben wir hier auch die Gashapon-Version. So sieht es von innen aus. Ja, das ist halt aus dem Sailor V Manga. Beziehungsweise gut, im Sailor Moon Manga kommt es auch mal vor. Und das hier ist das Minituelli Tablet dazu. Und da muss ich sagen, ich finde das Minituelli Tablet eigentlich schöner. Auch wenn das Gashapon natürlich größer ist. Aber das Tablet hat halt diesen etwas helleren Goldton und den finde ich eigentlich ein bisschen edler und schöner. Und auch die Steine sind schöner verarbeitet. Da sieht das hier dann leider doch ein bisschen mehr plastikmäßig aus. Naja, aber schön ist es trotzdem. Und es ist cool, dass es das Item halt überhaupt gibt. Gerade weil es eben relativ unbekannt ist. Dann haben wir den Staryell, glaube ich, heißt es. Das Verwandlungsdings von den Starlights aus dem Anime. Ja, da ist jetzt ein bisschen unspektakulär da drin, aber man kann trotzdem was reintun, wenn man will. Ja, es ist generell, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie voll schwer, Merch zu finden zur fünften Staffel. Oder auch gerade zu den Starlights. Was mich wundert, weil ich dachte eigentlich, die fünfte Staffel wäre voll beliebt und die Starlights wären auch voll beliebt. Aber Merchandise-mäßig kommt man da echt schwer ran. Also das gilt auch für die Eternal-Brosche oder auch die Verwandlungsstäbe der Inners aus der fünften Staffel. Oder auch Sailor Moons fünfte Staffelstab, den habe ich halt immer noch nicht, weil man den gefühlt nirgendwo findet. Deshalb bin ich extrem froh, dass ich hier gleich mal diese ganzen Sachen in dem Set bekommen habe, auch für einen guten Preis. Ja, aber das war's ja noch nicht. Ich habe hier auch noch den Neptun-Kommunikator. Der sieht auch so cool aus. Also ich liebe diese Farbe. Das ist auch fast die gleiche Farbe wie der Neptun-Stab von der Stick and Rod Collection. Ich hoffe, es stellt scharf. Jetzt stellt es auf jeden Fall scharf. Man kann das hier auch aufmachen und dann haben wir einen kleinen Spiegel und es zeigt 19 Uhr. Und ich glaube, diese Kommunikatoren zeigen alle 19 Uhr, denn ich habe den von Mercury auch und ja, bei dem ist es genauso. Kann man auch wie so eine Armbanduhr tragen, was sehr cool ist. Und dann haben wir noch was von Neptun, nämlich ihren Spiegel, den Deep Aqua Mirror als kleines Gashapon. Yay! Jetzt habe ich davon auch mal eine Version. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass von den Talismanen auch irgendwie so wenig Merch existiert. Ich meine, klar, Plutos Stab ist jetzt von der Größe schwierig, aber das Schwert und den Spiegel? Also den Spiegel, den gibt es ja dann teilweise noch, aber das Schwert irgendwie gefühlt gar nicht und den Spiegel aber auch relativ selten. Naja, aber hier ist er, hat auch noch dieses kleine Dings da zum Draufstellen. Jo, und das ganze Zeug chillt jetzt bei mir in der Vitrine. Yay! Ja, Lunas Liegepositionen werden auch immer geiler. Allerdings ist das noch bei weitem noch nicht ihre komischste Liegepose. Hallo Luna, zwinker, zwinker. Und Teil 2 von Luna liegt lustig da. Und dann kommen wir zur Q-Posket von der Prototype Sailor Moon. Also ja, so war Sailor Moon halt ursprünglich geplant mit diesen weißen Haaren und auch mit dem Cape und der Maske. So sieht man sie auch noch auf einigen Artbook-Bildern oder auch auf dem ersten Manga-Kapitelbild sieht sie noch so aus. Und ja, diese Figur wollte ich schon länger mal haben, weil ich es einfach eine geile Idee finde, dass man überhaupt mal was zu Prototype Sailor Moon macht. Denn naja, das ist ja doch ein etwas ungewöhnliches Design, um daraus dann eine Figur zu machen. Naja, und dann haben wir das auf der Münsterer Comic Convention gesehen und ich war so unsicher, ob ich sie holen will und Mad-Eye hat dann lieberweise die Hälfte davon bezahlt, denn sie war doch leider ein bisschen teuer und ich freue mich voll,
Allerdings muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Größe, denn das hier ist halt keine normale Q-Posket-Größe, sondern, naja, halt eine Mini-Q-Posket und ja, sie ist doch leider wirklich klein. Das finde ich sehr schade, das sah in dem Karton, also der Karton hat darüber ein bisschen hinweggetäuscht, weil da nämlich auch noch ein Manga drin war. Dazu gleich. Aber naja, an sich ist die Figur doch wirklich schön und wie gesagt, ich finde es halt so cool, dass es überhaupt mal eine Figur dazu gibt. Und ja, gerade weil das so was Besonderes ist, wollte ich sie haben und sie ist schon auch sehr süß. Und an die ranzukommen ist halt auch nicht so einfach. Jedenfalls war das so ein Bundle, das es nur in den USA gab, nämlich mit dieser Figur und einem Manga, nämlich, Moment, der Naoko Takeuchi Collection dessen Mangas. Das ist eine Neuauflage, die gibt es in Japan auch schon seit einiger Zeit, bei uns jetzt noch nicht. Aber ich muss halt auch sagen, es ist jetzt gar nicht mal so eine krasse Auflage. Es ist halt die Aufteilung von den Eternal Editions, also relativ dick, 10 Bände. Aber es hat halt die ganzen Vorteile der Eternal Edition nicht. Also es ist jetzt nicht im Großformat. Bei uns ist die Eternal Edition ja auch Hardcover, das ist ja auch nicht. Und Farbseiten gibt es leider auch nur eine einzige, was ich sehr schade finde. Also ich wusste das natürlich alles vorher. Naja, aber das hier ist halt gedacht dann als so die Low-Budget-Variante von der Eternal Edition. Die ist dann natürlich auch deutlich günstiger. Naja, aber ich muss halt sagen, ich finde es trotzdem ein bisschen eine unnötige Auflage, denn es gibt halt auch schon die zweite Auflage, also die mit den 12 Bänden. Und das ist ja dann schon ganz normales Manga-Format und günstiger Preis. Und ja, da sind aber auch noch mehr Farbseiten drin als hier. Also ich finde es ein bisschen schade, dass das halt jetzt dann so ein Downgrade geworden ist mit der neuesten Version. Also es wäre vielleicht sinniger gewesen, die alte Auflage dann einfach halt immer wieder nachzudrucken, statt dann hier was Neues rauszubringen. Aber naja. Aber ich will mich ja auch nicht zu viel beschweren. Ich finde es trotzdem ganz spannend, dass ich das hier mal habe. Das ist jetzt auch mein erster Manga auf Englisch, also mein erster Sailor Moon Manga auf Englisch. Ja, da sind die ersten 7 Kapitel, glaube ich, drin. Und was ich vor allem interessant finde, sind diese Translation Notes hier hinten. Da stehen halt dann, naja, Begriffe erklärt oder halt generell Infos, warum man sich für diese oder jene Übersetzung entschieden hat. Also halt einfach so ein bisschen Hintergrundzeug, was ich sehr cool finde. Und ich finde es mega schade, dass unsere Eternal Editions das nicht haben. Also das war halt auch schon bei den englischen Eternal Editions drin. Und ja, bei uns sollte das eigentlich auch reinkommen, aber dann hat der Lizenzgeber gesagt, nö, dürfen wir nicht, was ich absolut nicht verstehen kann, aber ist halt leider so. Da kann der Verlag jetzt auch nichts für. Aber naja, gerade deshalb finde ich es dann doch recht spannend, diesen Manga hier zu haben. Und naja, ich wollte halt auf jeden Fall die süße Figur, denn es ist so eine geile Idee. Ich zeige sie euch auch nochmal von nahem. So sieht es dann von hinten aus. Da ist dann der Umhang auch ein bisschen weiß. Also sie sieht schon sehr aus wie auf diesem ersten Manga-Kapitelbild. Und wenn sie mich so lieb anguckt, kann ich für den Preis irgendwie auch nicht mehr böse sein. Aber das war's noch nicht mit Sailor Moon-Figuren, nämlich haben wir noch die Black Lady Funko Pop. Oh mein Gott, die wollte ich auch schon Ewigkeiten. Aber das war halt wie die Barrel auch eine Exclusive und von daher nicht so leicht ranzukommen. Aber naja, ich finde es halt schon allein immer geil, weil es halt so wenig Bösewichts-Merch gibt und Black Ladies Design ist halt auch so cool. Deshalb freue ich mich, dass ich sie dann doch noch für einen einigermaßen guten Preis auf eBay gefunden habe. Leider sind ihre Zöpfe hier so ein bisschen verbogen. Ich habe versucht, das zurückzubiegen, aber wollte jetzt nicht so ganz. Aber ja, wenn man es jetzt so sieht, fällt es eigentlich gar nicht so sehr auf, ne? Also, jo. Ich freue mich sehr über Black Lady. Ich habe dazu auch noch die Chibiusa gekauft, weil ich die auch noch nicht hatte. Und es war halt so, dass der Verkäufer keine einzelnen Teile verkaufen wollte, deshalb musste ich quasi noch was nehmen. Und naja, jetzt ist meine Senshi-Funko-Sammlung hier endlich mal komplett. Hier habe ich dann jetzt alles Senshi. Ihr seht auch schon die hübschen Innerstäbe im Hintergrund. Das ist sowas, was ich auf der Animoc gekauft habe zum Beispiel. Aber habe ich euch ja schon gezeigt. Übrigens, der arme Mamoru chillt hier oben mit Beryl und Black Lady. Zwei Leuten, die eigentlich einen Crush auf ihn haben. Also der arme Typ kann einem hier oben schon ein bisschen leid tun. Und dann kann ich euch auch noch meine Pinnwand zeigen. Ja, die habe ich mir gekauft um meine Sailor Moon Pins. Da hatte ich ja einige von den Musicals. Und ich weiß, die hängen total schief, aber da das halt so diese vertikalen Nadeln sind, geht das halt eigentlich nicht anders. Ich bin schon froh, dass die hier überhaupt irgendwie halten. Hier seht ihr auch die kleinen süßen Twinkle Dollies, die sind auch von der Animoog.
Naja, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist dieser Button hier von der Münsterer Comic Con. Und dieser kleine Tuxedo-Mask-Pin, der ist nämlich aus einem Lucky Bag. Und ich habe halt da zufällig was von Sailor Moon gezogen, was mich sehr gefreut hat. Sieht schon sehr edel aus, also, jo. Ah ja, Luna macht heute den Tag der komischen Liegeposen, oder wie? So, kommen wir jetzt zu Plüschis. Da haben wir einmal ein paar Pokémon. Angefangen mit Togedemaru. Das habe ich auf der Harukon gekauft. Also, ja, online vom Bring and Buy quasi. Ja, das ist so süß. Das ist einer dieser Elektro-Naga. Also, es gibt ja immer diese Pikachu-ähnlichen Pokémon in jeder Generation. Das hier ist einer davon. Das ist ein Igel, glaube ich. Und es ist so süß. Also, es ist halt dieser kleine runde Ball und das macht sich als Plüschi super gut. Oh, es ist so toll. Ich finde das einfach mega cute. Dann haben wir Celebi. Ja, auch ein sehr süßes Pokémon, das ich vor allem aus einem der Filme oder aus zwei der Filmen sehr süß fand und deshalb mag ich es sehr gerne. Und ich finde, das ist ein echt nices Plüschi, weil das ist hier so, ja, das hat diese schimmernde Textur. Und auch gerade diese Flügel, die halt hier in diese, naja, in dieser Farbe ist, die schimmert und verschiedene Farben reflektiert. Das ist auch sehr cool. Also das ist wirklich ein schönes Celebi. Das war auch von der Harukon. Und von der Münsterer Con ist das hier, nämlich das kleine Vulpix, also das Alola Vulpix, um genau zu sein, in seiner Schneevariante. Das ist jetzt kein originales Plüschi, aber es war so süß und der Preis war auch ganz gut. Ja, und ich liebe Alola Vulpix. Das kann man ja auch irgendwie so ranhängen. Und es ist auch super weich und super süß. Mattei hat sich auch davon zwei kleine Pokémon-Plüschis gekauft, nämlich Lapras und Glurak. Habt ihr vielleicht auch schon in einem anderen Video gesehen. Aber das hier ist nochmal mein Vulpix. Und es ist wirklich super cute. Und dann noch ein größeres, das jetzt wahrscheinlich nicht ganz reinpasst, aber es ist Twilight Sparkle aus My Little Pony. Das habe ich nämlich für nur 3 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Da dachte ich mir dann, okay, da kann ich jetzt nicht widerstehen. Denn ja, falls ihr es nicht wisst, ich bin tatsächlich unironisch ein My Little Pony Fan. Ich finde die Serie wirklich gut. Also Friendship is Magic zumindest. Und ja, das ist ein sehr süßes Plüschi. Auch dass die Mähne hier dann nochmal extra flauschig ist und der Schweif ist schon cute. So, ich würde sagen, jetzt machen wir noch die restlichen CDs, die halt nichts mit Anime zu tun haben. Und danach dann noch Gratis-Zeug wie Postkarten und Poster und sowas. Davon habe ich heute auch noch ziemlich viel. Aber gut, erstmal die CDs. Da habe ich 2 Alben gekauft von Nightwish. Ja, nämlich war ich halt in einem Laden, wo es CDs gibt und da gab es einige sehr coole zu einem guten Preis. Also die waren da, glaube ich, auch reduziert. Und ich hab bisher noch keine Nightwish-CDs. Ich hatte nur eine DVD von einem Konzert von Nightwish. Und ja, ich bin jetzt sehr froh, dass ich diese beiden CDs habe, nämlich einmal Highest Hope, The Best of Nightwish. Also ist ein Best-of-Album mit einer sehr schönen Auswahl. Ja, die großen Klassiker sind mit drauf. I Wish I Had an Angel, Wishmaster, Walking in the Air. Sind schon sehr geile Songs. Oh ja, und das hier ist dann noch ein normales Album, nämlich Angels Fall First. Ich glaube, das ist sogar deren erstes Album oder zumindest ein sehr frühes. Naja, und solltet ihr Nightwish nicht kennen, das ist eine Symphonic Metal Band. Also, die haben halt Metal-Instrumente, aber eine Sängerin mit einer Opernstimme. Zumindest früher vor allem sehr, später hatten sie aber auch noch sehr gute Sängerinnen. Und naja, es ist aber auch sehr auf episch gemacht und auch mit ein paar anderen Instrumenten dann, glaube ich, noch. Es ist auf jeden Fall sehr ikonisch und falls ihr es nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Ich finde es mega geil und ich freue mich sehr über die CDs. Dann haben wir, wer hätte es auch gedacht, mal wieder ein bisschen Saltatio Mortis, auch eine Band, die ich sehr feiere. Da habe ich über eBay ein paar gebrauchte Sachen gekauft, nämlich einmal Manufaktum 2. Das ist ein Live-Album mit einer Akustikshow. Also diesmal halt sehr mittelalterlich wieder. Und da sind auch sehr viele Songs drauf, die nicht auf den regulären Alben drauf sind. Das sind halt dann immer diese Sachen, die sie auf Mittelaltermärkten spielen. Und das finde ich aber auch mal sehr geil. Also ich mag zwar auch deren Rock- und Metal-CDs, aber manchmal habe ich auch einfach ein bisschen Bock auf dieses Akustische mit den Dudelsäcken, mit diesen traditionellen Melodien und sowas. Das ist schon sehr geil. Und das hier ist so eine tolle Auswahl. Ich liebe dieses Album. Ich habe das auch schon öfters mal angehört. Also das hier finde ich tatsächlich deutlich besser als das dritte Manufaktum, das ich auch schon habe.
Und ja, was hier auch zum Beispiel ganz gut ist, ist, dass die Ansage für die nächsten Songs immer am Ende eines Tracks ist, sodass man das ganz gut überspringen kann, wenn man es halt schon kennt. Das war bei der dritten Manufaktur leider auch ein bisschen nervig, dass es da immer am Anfang war. Naja, aber das hier ist auf jeden Fall eine ultra geile CD, kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich mir auch noch gekauft, Wer Wind sät in der Limited Edition. Das habe ich zwar eigentlich schon in der normalen Edition, aber hier ist eine DVD mit drauf mit einem Konzert. Nämlich, ach genau, hier das Mera Luna 2008, ein einstündiges Konzert. Ja, außerdem haben wir dann noch ein Making-of von dem Album mit drauf, das auch eine halbe Stunde geht, auch Musikvideos. Und auch noch zwei Bonus-Songs, die sonst nicht drauf sind. Leider ist gerade bei den Bonus-Songs die CD ein bisschen kaputt und da hängt es dann ein bisschen. Sehr, sehr schade. Aber ich habe es ja eigentlich sowieso gekauft wegen der Bonus-DVD. Die geht auch einwandfrei. Aber ich denke mal, ich werde dann trotzdem das reguläre Album behalten, damit ich mir die CD auch nochmal normal anhören kann. Hier haben wir dann noch dieses eingearbeitete Booklet, was sehr schön ist mit den Songtexten und so. Dann haben wir Santiano. Ja, das ist, falls ihr es nicht kennt, eine, naja, wie sagt man, eine Band, die Sea Shanties singt. Also sowohl halt alte bekannte Melodien als auch originale Songs. Und die finde ich auch sehr cool. Das geht eigentlich immer. Da habe ich auch schon die anderen Alben, größtenteils zumindest. Und das hier ist das Neueste, Wenn die Kälte kommt. Ich finde zwar, das zweite und das dritte Album sind immer noch das Beste, aber das hier ist definitiv auch nicht schlecht. Auch Wellerman musste natürlich mit drauf, welche Überraschung. Ja, ist trotzdem ein sehr schönes Album. Dann haben wir Bring Me the Horizon mit ihrem Album Amo. Ja, das ist eine Metalband und die habe ich kennengelernt, weil sie mit Baby Metal einen Song haben, der auch mega cool ist. Und ja, dann habe ich ein bisschen reingehört und fand es eigentlich ganz geil. Und diese CD habe ich zusammen mit den Saltatio Mortis CDs über eBay gekauft. Und ich finde das Coverdesign sehr interessant, weil hier halt diese Herzen drauf sind, die so, ja, wie so Lippenstift aussehen sollen, so raufgeschmiert, halt auch noch extra verwischt. Also ja, und dann sieht man hier auch noch dann die CD. Das Booklet hier ist so eingeklappt, aber das kann man auch ausklappen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Design. Man wird gar nicht denken, dass das ein Metal-Album ist, aber doch ist es. Und ja, ist schon eigentlich ein sehr geiles Album. Also ich bin auch ganz froh, dass ich das hier habe. Dann vom Flohmarkt haben wir ein Best-of von Bon Jovi. War sehr günstig und ich mag Bon Jovi. Der hat sehr bekannte, naja, alte Rock-Songs. Und ich war auch überrascht, wie viel ich von diesem Best-of kannte. Denn also es sind ja hier seine großen Klassiker drauf, wie Living on a Prayer oder Runaway oder You Give Love a Bad Name. Aber halt auch andere, bei denen ich gar nicht wusste, dass ich die eigentlich kenne. Aber ich kannte tatsächlich den Großteil, was mich sehr überrascht hat. Und ja, das ist ein sehr geiles Best-of. Auch das werde ich bestimmt noch oft anhören. Eine alte Rockband, die ich auch mag, sind die Scorpions. Und da habe ich dann auch in diesem Laden gesehen, das Album Acoustica. Beziehungsweise ich habe halt nicht so genau drauf geguckt und dachte mir einfach nur, komm, das nehme ich mit. Und mir ist dann erst aufgefallen, dass das ein Akustikalbum ist, also auch von einem Live-Konzert. Die normalen Songs wären mir zwar schon lieber gewesen, aber das hier war definitiv auch nicht schlecht. Hier sind halt, es ist halt auch so eine Art Best-of. Was haben wir denn hier drauf? The Zoo oder Send Me an Angel, Dust in the Wind, Wind of Change natürlich, Rock Me Like a Hurricane. Oder Rock You Like a Hurricane heißt es. Still Loving You. Wunderschöne Songs, wunderschöne Songs. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es nur Akustik ist, weil ich halt die Songs nicht als normale Version habe. Aber es ist trotzdem nice und auch manche, naja, Arrangements der Songs fand ich dann sehr interessant, was sie dann da für andere Instrumente verwendet haben. Und dann noch vom Flohmarkt ist eine CD von Doro, der Sängerin von Warlock. Ja, auch eine Band, die ich sehr mag. Also vor allem mag ich halt die Sängerin. Und das Album Angels Never Die fand ich dann auch ziemlich cool. Ist relativ ähnlich zu Warlock, würde ich jetzt mal sagen. Also auch Metal und sowas. Und ja, mit Doro kann man nie was falsch machen. Sie sind großartig. Sie ist die Queen of Metal. Und ja, das ist ein schönes Album. Ja, und zum Schluss haben wir hier noch einen ganzen Haufen Gratiszeug mit Poster und Postkarten und alles.
Ja, womit fange ich an? Ich fange mal an mit den Sachen von der lieben Lucia. Ja, das ist eine Freundin, mit der ich öfters mal Sailor Moon Sachen tausche oder sowas. Und sie hat mir mal wieder einen Brief geschickt mit Sailor Moon Postkarten. Es war aber auch ein Sticker von Blue Angel, von Blue Exorcist dabei. Dann hier diese coole Postkarte mit Tuxedo Mask und Chibi Moon. Pluto, Chibi Moon und Moon. Und ja, das hier ist jetzt nicht direkt eine Postkarte, aber so ähnlich. Ein sehr schönes Motiv mit dem Sailor-Team. Dann diese Postkarte von Han Yobo. Ich schätze mal, das ist eine Künstlerin. Sieht auf jeden Fall sehr cute aus. Dann hier so eine kleine Leseprobe von Hinowaga Crush. Das ist anscheinend irgendwas von Akamega Kill, also so eine Art Fortsetzung. Und diesen Senpai-Sticker. Jedenfalls danke nochmal an Lucia und auch danke an Blue Angel X, von dem die nächsten Sachen sind, nämlich diese Synchronsprecher-Autogrammkarten. Ja, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das hier müsste Erik Scheffler sein. Der hat unter anderem Orochimaru aus Naruto gesprochen oder auch. Okay. Ich versuche hier gerade abzulesen. Ich hab mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben, zumindest Charaktere, die dann ich kannte. Okuni. Oh Gott! Okuninushi, das ist ein Geist, ein Gott aus Noragami. Dann spricht ja auch Nick Fury aus einer Avengers-Serie, also nicht in den Filmen, aber in der Serie. Und Giovanni aus Pokémon Generationen. Ich zumindest hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Dann haben wir Uwe Adams, das ist. Der singt Ling aus dem Disney-Film Mulan, also ist seine Gesangsstimme. Und dann haben wir Ricarda Ulm, die ist nicht nur eine Helene Fischer-Doppel, wie hier steht, sondern sie singt auch Erika aus dem Barbie-Film Die Prinzessin und das Dorfmädchen. Sehr, sehr nice. Ich mag den Film ja sehr gerne. Und dann haben wir noch dieses Autogramm, wo dann sogar auch für Vanessa draufsteht, nämlich von Daniel Käser. Der ist Sadao aus Devil is a Part-Timer oder zum Beispiel auch Ryuji aus Blue Exorcist. Und da war doch sogar auch noch ein Brief an mich gerichtet drin, von diesem Synchronsprecher geschrieben. Also anscheinend kennen er und Blue Angel X sich. Jo, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat. Ich habe die Serie leider immer noch nicht angefangen, aber ich habe es auf jeden Fall noch vor. Ich habe ja die Blu-rays auch von Blue Angel X bekommen. Und ja, wird bestimmt witzig. Und dann widmen wir uns diesen Sachen hier. Die sind fast alle von dem lieben Chris. Also der hat mir von der Harukon wirklich extrem viel Gratiszeug mitbekommen. Auch nochmal an dich vielen, vielen lieben Dank. Es ist sehr viel Zeug und ich habe mich sehr gefreut. Ein paar Sachen sind aber auch noch von Crunchyroll, als ich da den Sailor Moon Schuber bestellt habe. Ich glaube nämlich auch diese Postkarte hier, das ist, glaube ich, ein Manga namens Night and Sea. Und auf jeden Fall finde ich das Motiv mega schön. Und ich glaube, das sieht man nicht, aber da ist auch so ein Glitzereffekt drüber und der ist richtig cool. Ja, dann auch dieser Mario und Luigi Sticker war auf jeden Fall auch von Kaze-Crunchyroll. Ja, und also ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, was genau jetzt alles von wem war. Ich glaube, dieser Nisekoi-Sticker war auch noch von Crunchyroll. Aber ab jetzt weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Aber das Allermeiste ist auf jeden Fall von Chris. Da haben wir zum Beispiel diesen Sticker von Angels of Death. Den Anime wollte ich tatsächlich auch mal gucken, beziehungsweise habe ich halt überlegt, ob ich den gucke. Dann eine sehr hübsche Postkarte von Eliana, Prinzessin der Bücher. Der Zeichenstil ist auf jeden Fall mega schön. Dann eine Postkarte von Platinum End, das ist von den Autoren von Death Note. Jo, nice, nice. Dann haben wir hier eine Schoko-Froschkarte, denke ich jetzt mal, von Harry Potter, nämlich von Artemisia Lufkin. Das steht hier hinten nämlich auch drauf, die erste Hexe, die Magieministerin geworden ist. Jo, und das kann sich auch so ein bisschen bewegen, also. Ja, ist sehr nice. Ich habe auch schon ja eine andere Schokofroschkarte von Snape, aber das ist glaube ich irgendwie eine andere Kollektion oder was auch immer. Aber sehr nice. Dann haben wir hier diesen Sticker von Avatar, der Herr der Elemente. Sehr, sehr geil. Ich liebe diese Serie. Dann haben wir, das hat er extra für mich gekauft sogar, diese geile Postkarte mit den Sailor Busters. Didididididid. Also die Ghostbusters. Sailor Moon Version. Also die gibt es natürlich nicht, das ist nur ein Fanart.
Aber witzigerweise gibt es ja diesen Musical-Song namens Sailor Busters, wo sie auch dann auf die Geistersuche gehen. Das ist wirklich witzig. Vielen Dank. Ist ein sehr geiles Motiv. Dann gibt es hier dieses süße Notizbuch von Fate Stay Night. Da ist nichts drin, aber jo, sieht sehr hübsch aus. Auch da hätte ich mal überlegt, ob ich es mir anschaue, aber Fate ist ja so eine Reihe, wo man sehr schwer reinkommt. Dann haben wir diese großen Karten hier. Das ja, ist hier eigentlich so ein Ausklappding, aber ich habe die jetzt schon mal getrennt. Was mich vor allem gefreut hat, ist die Karte mit der Schokohexe. Das ist ja ein Manga, den ich sehr mag. Und auch Alice in Murderland habe ich tatsächlich in meiner Sammlung, fand ich auch ganz nice. Also ja, das ist doch sehr, sehr cool. Die restlichen Karten hier, ups, sind einmal Vampire Knight, The Case Study Vanitas, Black Butler. Also das ist hier halt so die Mystery-Reihe von Carlsen Manga, die typischen Mystery-Serien. Was ist das hier? Requiem of the Rose King. Rosenblatt, oder wie man das auch immer ausspricht. Demon Prince und ja, genau, das waren dann diese Karten hier. Sehr, sehr nice. Ich mag ja Mystery sehr gerne, also diese düsteren Manga. Dann haben wir hier diese süßen kleinen Sword Art Online Sticker mit dem Chibi-Style, was wirklich sehr süß ist. Mit Kirito und Asuna. Dann haben wir hier ein kleines Poster von The Rising of the Shield Hero, was ich ja auch ganz nice finde. Dann dieser Block von der Harukon mit dem süßen kleinen Drachen drauf. Den könnte man so ausmalen. Ist auf jeden Fall auch sehr cute. Gut, und dann noch Poster, die werde ich euch jetzt nicht ganz zeigen. Aber auf der einen Seite ist es Ghost in the Shell, auf der anderen Death Parade. Und es ist wirklich riesig. Das hier ist nur die Hälfte davon. Und ich liebe Death Parade, deshalb freue ich mich extrem über dieses Poster. Das ist so schön groß. Da habe ich auf jeden Fall auch vor, dass ich das irgendwann mal aufhänge. Momentan habe ich jetzt eher wenig Platz, aber ja, kann man ja später immer noch machen. Dann noch eins zu No Game No Life Zero, ein Film, den ich auch mega cool fand. Und darunter dann noch von Pokémon Reisen. Das werde ich jetzt mal nicht aufklappen, aber man kann es zumindest ein bisschen erahnen, also vom Manga von Pokémon Reisen. Sehr, sehr nice. Also das war jetzt vor allem der Stapel mit den Sachen, die ich auch kenne. Beim Rest kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem. Wir haben hier einen Sticker von Parasite, einen Sticker von Resident Evil. Dann haben wir The Tale of the Wedding Ring, Scum's Wish, Love of Kill. Dann dieses kleine Lesezeichen von Ranking of Kings. Der Manga ist ja, glaube ich, auch recht beliebt. Ich habe zumindest davon gehört. Ein cool geformtes Lesezeichen von Kingdoms Ruin. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Noch ein Lesezeichen von Deep Insanity Nirvana. Eine kleine Leseprobe von The Blood Taker. Beziehungsweise sind das so Leseproben, wo dann auch so ein längliches Poster drin ist. Ebenso bei Deep Insomnia Nirvana. Eine Postkarte zu Hunter x Hunter. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Eine Postkarte zu Promise Cinderella. Dann hier diese, ja, Leseprobe zu Vampire Knight, auch mit einem Poster drin. Sehr nice, sehr nice. Das hier ist ein Poster zu Fire Force. Ein Poster zu Schulgeist Hanako. Das sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Und dahinter dann ein Demon Slayer Poster, glaube ich, müsste das sein. Eins zu Star Wars, die Legende von Luke Skywalker. Und zu guter Letzt noch das hier. Da muss ich gerade nochmal gucken, was das nochmal war. Die Früchte der Platane, ein Kinderarzt mit Herz. So, es ist jetzt hier ein bisschen chaotisch, aber ich sage nochmal vielen lieben Dank an alle, die mir was geschickt haben. Hat mich mega gefreut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es bestimmt wieder mega lang war. Aber vielleicht hat euch das coole Zeug ja trotzdem gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht auch irgendwas davon habt oder was auch immer euch sonst noch einfällt. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.